Welcome to Suki. There's a place in your heart, and I know that it is love. Seit 2002 kümmert sich der österreichische Verein Suki Zukunft für Kinder um das Wohl ehemaliger Straßenkinder aus den Slums von Kalkutta. Was mit 22 Kindern sehr klein begonnen hat, ist im Laufe der Jahre gewachsen. Heute freuen sich 300 Kinder auf den Besuch von Paten aus Österreich. Paten, die ihnen eine Chance auf Ausbildung geben, auf Essen, Geborgenheit und Wärme. Die Chance auf ein besseres Leben. My name is Akasya. I study hard. My sister is Vasanti. I like my sister. My name is Deepak Maiti. I'm studying class 6. I'm studying well, but who is sponsorable me? I thankful to her. My name is Kiran. I reading class 1. I play scoutbat. My name is Sanjana. I read in UKG. I am 7 year old. My name is Sarita. I am 5 years old. Sita und Gita, sie hat noch eine Schwester, wurden in 2 Schuhkartons gefunden auf der Straße in den Slums vor 4 Jahren und sind dann abgegeben worden, von der Polizei abgegeben worden hier. Waren komplett verhungert, ich habe sie damals gesehen, wie sie abgegeben wurden. Ganz krank, mager. Und es ist eine totale Freude für uns, dass da 2 sehr lebensfähige, durchsetzungskräftige Menschen draus geworden sind, gell? Die 2 bahnen sich immer ihren Weg, egal was ist. Ich glaube, ihre Vergangenheit ist sehr gut. Diese Kinder haben bereits ein ganz anderes Leben kennengelernt. Kalkutta, mit 14 Millionen Einwohnern, zweitgrößte Stadt Indiens. In den Slums leben geschätzte 300.000 Straßenkinder, viele von ihnen in den Rotlichtvierteln der Stadt. Für nur 50 Rupien pro Kunde, das ist weniger als 1 Euro, bieten junge Frauen ihren Körper an. Verhütungsmittel sind für sie meist nicht leistbar. Die Kinder, die entstehen, können von ihnen nicht ernährt werden. Kinder, die auf dem Pflaster schlafen, die von ihren Müttern weggelegt und verlassen wurden, Kinder, die betteln, um zu überleben. Es sind diese Kinder, die Xavier Raj, Sozialarbeiter und lange Zeit Mitarbeiter von Mutter Teresa, so sehr berühren. Ich habe die Prostituierten in den Rotlichtvierteln gefragt, wie kann ich euch helfen? Sie haben mir gesagt, hilf unseren Kindern. Wir können sie nicht ernähren, uns nicht um sie kümmern. Mit 2 Kindern und einer kleinen Lehmhütte hat alles begonnen. Dass das Projekt so gewachsen ist, verdanken wir in erster Linie der Unterstützung aus Österreich, dem Engagement von Claudia und Marlies und der Hilfe aller Zuki-Paten. 15 Jahre später, und ich bin seit fast 5 Jahren dabei, haben wir 300 Kinder, haben 5 Häuser, haben eine riesige Schule, haben einen Speisesaal, also einen Baseballplatz, das ist der absolute Luxus, 4 Psychologinnen. Es ist wirklich ein Wunder, was passiert ist, dank der vielen Unterstützung aus Österreich. Bis vor kurzem haben die Kinder hier gegessen. Durch Zuki-Spendengelder konnte ein Speisesaal errichtet werden. Hier bekommen die Kinder jetzt 3-mal täglich warmes Essen. Die Nalanda School ist neben den Kinderheimen das größte Spendenprojekt des Vereins Zukunft für Kinder.
Sie wurde gegründet, da ehemaligen Straßenkindern die Aufnahme in öffentlichen Schulen oft verwehrt wird. Die Unterrichtssprache in Nalanda School ist Englisch. Das ist eine große Investition in die Zukunft, wie auch der neu errichtete Computerraum. Und auch für das emotionale Wohl der ehemaligen Straßenkinder ist gesorgt. Wenn die Kinder im Alter von 5, 6, maximal 7 Jahren zu uns kommen, würden sie ihre Eltern ganz besonders brauchen. Aber die sind nicht da. Ihr größtes Problem ist daher, dass sie sich ungeliebt fühlen. Ich habe als Psychologin die Aufgabe, ihnen das Gefühl zu geben, geliebt zu sein, geborgen zu sein, etwas wert zu sein. Who only love you, who only care about you. That is the main thing I have to do. Auch nach der Schule werden die Teenager beim Einstieg ins Berufsleben begleitet. Wer handwerklich begabt ist, kann eine Lehre machen. Mechaniker, Tischler, Schneider. Alle Kinder sollen ein möglichst gutes Rüstzeug für ein selbstbestimmtes Leben bekommen. Wir wollen, dass die Kinder schon während der Schulzeit eine Basisberufsausbildung bekommen, während der letzten 3 Jahre. Wir bauen dazu ein Vocational Training Center, wo die Kinder in mehreren Berufen ausgebildet werden, sodass es hoffentlich nachher leichter sein wird für sie, einen externen weiteren Ausbildungsplatz und auch einen Arbeitsplatz zu finden. Sudit ist einer unserer ersten Absolventen, also er ist jetzt vollkommen selbstständig, kann sich selber erhalten, ist schon aus dem Projekt und der Unterstützung ausgeschieden. Er ist Lederschneider geworden, also diese wunderbaren Taschen. Näht alles selber. Es kommen auch die Menschen hierher, bringen ihre Gürtel, bringen ihre Taschen, lassen etwas reparieren. Und wir sind sehr stolz, weil er steht auf eigenen Beinen und das ist dank Zuki. Was bis vor kurzem noch Baustelle war, ist heute eine Errungenschaft, die das Leben der Kinder total verändert hat. Der Sportplatz, der das soziale Leben in Nalanda heute bestimmt. Ich finde das super, die wollen einfach sofort. Also das ist schon... Das ist schon herrlich, dass sie einfach keine Vorteile, es ist komplett egal. Komplett egal, wie man ausschaut, was man kann, ob man gut ist oder schlecht, alle dürfen mitspielen. Das ist schon herrlich. Gerade Fußball ist besonders schwer, weil ich es halt überhaupt nicht kann. Unternehmer Claudius Neumeier und Sportreporter Peter Elstner haben durch ihre Unterstützung die Errichtung des Sportplatzes möglich gemacht. Zur Eröffnung findet hier ein Basketballturnier statt. Claudius Neumeier, Zuki-Sponsor aus Österreich, beglückwünscht die Schüler der teilnehmenden Mannschaften. Sport ist überhaupt etwas, was einem enorm formen und bilden kann, weil man dabei etwas lernt. Fair Play, und das ist was Wichtiges. Ich bin total berührt hier. Das ist, als ob meine eigene Jugend zu mir wieder zurückkommen würde. Und ich bin einfach berührt und es freut mich. Der Kontakt der Zuki-Paten zu ihren Kindern wird über regelmäßige Brief- und Paketsendungen aus Österreich nach Kalkutta gewährleistet. Für die Kinder ist es ein Höhepunkt, ein Päckchen von ihrer Auntie oder ihrem Onkel, also von Tante oder Onkel aus Österreich zu bekommen. Ein persönliches Kennenlernen von Kindern und Paten vertieft die persönliche Beziehung auf besondere Weise. Die Geschichte mit Zuki hat mit dieser Patenschaft, Jamila, begonnen. Ich habe sie damals gesehen auf einem Foto. Das war ein kleines Mädchen mit Pagenkopf, verhungert, bloßfüßig auf einem Sandhaufen. I like to stay here and here I have many friends and many sister and brother. I like this hostel because the outside place is not so good. That is why. Ich habe ihren ersten Brief, glaube ich, vor 5 Jahren bekommen und da konnte sie noch kein Wort Englisch. Und der letzte Brief, den ich letzte Woche erhalten habe, war schon in perfektem Englisch geschrieben und sie hat mir geschrieben, dass sie jetzt eine wunderbare Ausbildung schon hat und ganz brav in der Schule ist und gut lernt und ja, freut mich einfach. Das ist meine Sonja, das ist mein Sonnenschein. Wie lange kennst du sie schon?
Kennen tue ich sie schon seit 3 Jahren, aber ich sehe sie jetzt zum 2. Mal. Ich weiß, dass sie ganz wenig sprechen mag, ganz viel schmeicheln und kuscheln. Wieso hast du ihn als Patenkind ausgesucht? Weil er in Oberscheid ist und manchmal Probleme hat mit dem Größer, wenn er oben liegen. Und du bist jetzt der Beschützer? Ich soll nicht beschützen, aber er ist relativ schwer zu beschützen. Das ist Mohua Biswas, mein Patenkind. Seit einigen Wochen weiß ich, dass ich als Onkel für sie Verantwortung übernehmen darf. Und dass ich sie begleiten darf. Sie hat auch eine Schwester hier im Haus. Im Jänner dieses Jahres, 2010, ist sie hier ins Haus gekommen. Ich bin wirklich höchst beeindruckt, ja, und ehrlich begeistert, auch berührt. Nicht nur, dass die Spendengelder höchst effizient eingesetzt werden und der Verwaltungsaufwand, und davon konnte ich mich überzeugen, nur 1% ist, und das ist konkurrenzlos niedrig, fließen hier die Gelder quasi ohne Streuverlust zu 100% in das Projekt. Okay. Aha. Ortswechsel. Sundarbans, eine Inselwelt 100 Kilometer südlich von Kalkutta. Nur wenige der über 1000 Inseln sind bewohnt. Infrastruktur ist kaum vorhanden. Es gibt keine Straßen, keinen Strom, keine Ärzte. 50% der Bevölkerung sind Analphabeten. Zuki Zukunft für Kinder hat hier die Sundarbans Primary School errichtet, die mittlerweile 3 Schulgebäude für fast 300 Kinder umfasst. Seit kurzem ist auch ein ärztliches Versorgungszentrum integriert. Das neueste Zugi-Projekt, Streetwork, wurde vor einem Jahr ins Leben gerufen. Lehrer gehen direkt auf die Straße und helfen den Kindern dort, wo sie leben, auf den Straßen der Slums. Den Tag über arbeiten die Kinder als Lumpensammler. Sie haben keine Chance, jemals eine Schule zu besuchen. Abends kommt dann die Zeit, auf die sie sich freuen. Von 20 bis 22 Uhr wird auf dem Gehsteig eine Plastikplane aufgebreitet und dann wird gelernt. Projekte, die nur möglich sind mit Unterstützung aus Österreich. Mit ihrer Unterstützung. Das Zuki-Team sagt Danke. The world we live.